Heute ist hier in Münzenberg das Voltigierturnier. Wir hatten gestern schon einen ganzen Tag mit Programm und heute sind die Kleinsten heute Nachmittag dran. Und sind die Schrittabteilungen. Das sind die Anfänger, die ganz Kleinen. Die fangen so mit 6 bei uns im Verein an zu voltigieren, nur im Schritt. Und es ist heute auch für die Gruppe, die jetzt gleich dran ist, das erste Turnier. Die sind natürlich alle super aufgeregt. Voltigieren ist eine Kombination aus Teamwork und Koordination. Das ist ganz wichtig für die Kinder, für die Entwicklung. Wie im Turnen im Grunde genommen auch, aber eben mit dem Sportpartner Pferd und anderen Partnern, eben den Kindern zusammen. Das Erlebnis, das ist sehr fördernd für die Kinder. Als wir hierher gezogen sind vor 4 Jahren, da hat meine Schwester als erstes angefangen. Dann habe ich Angst gehabt, dass ich da vom Pferd fliege. Aber dann habe ich mal zugeguckt, wie das so ist. Und dann hat mir das auch Spaß gemacht. Das ist schön, auf dem Pferd zu touren. Die Turniere sind auch toll. Meine Mama, die hat das mal irgendwo gesehen. Und da wollte ich das dann auch mal ausprobieren und so. Bin ich dazu dann gekommen und habe es dann immer weitergemacht. Ich bin im Grunde genommen eigentlich Reiterin gewesen und habe dann über unseren Verein, als ich eingetreten bin, das Voltigieren kennengelernt und bin dann da so eingestiegen. Und ja, jetzt sind wir als Trainer dabei und haben sehr viel Spaß mit den Kindern.